Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zurück. Nachdem wir im letzten Mal viel zu organisieren hatten, wollen wir jetzt mal schauen, wie sich jetzt hier die Armeen bewegen. Zu den Linien hin erstmal akzeptieren. Akzeptiert die Volksrepublik und auch Nationalchina die Freiwilligen. Und warum hat das mit den Ressourcen nicht geklappt? Habe ich irgendwie hier das nicht akzeptiert? Ah ja, okay. Ich habe nicht auf 1 geklickt. Das ist quasi nur die Basis. Okay. Jetzt ist es richtig. Alles klar. Gut. Ja, sehr schön. Mal gucken, wie jetzt die Einheiten hier Stellung beziehen. Vor allem, wie sich das verteilt, ob wir genug haben. Das ist jetzt ein bisschen auch der entscheidende Punkt. Kommt das hin? Also mein Wunsch ist eigentlich, überall 2 Divisionen zu stehen haben, in den Städten vielleicht noch eine mehr. Mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, noch sind sie nicht alle da, noch bewegen sie sich. Das dauert noch seine Zeit, die kommen ja jetzt erst alle aus Finnland wieder. So, 2 unserer Einheiten sind weg, wann sind die da? 2 Armeen, meine ich, 4. März. Da haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeit zum Ausruhen. Warum haben die hier... Ach, die üben. Ich fragte mich, warum die hier Verluste haben in eigenem Land. Aber sie bilden sich aus. Das ist sehr vorbildlich. Sehr vorbildlich. Und so ist auch schon die Linie ganz vorbildlich. Hier marschieren sie aber noch gen Süden. Sehr schön. Warum stehen hier 15? Was ist denn das bitte? Na toll. Da ist wieder Handarbeit gefragt. Aber na gut, wir lassen die KI mal weitermachen. Wir sind ja noch nicht am Ende des Geschehens. Wir können auch, glaube ich, ein bisschen schneller sogar machen. So, wie sieht es jetzt aus? Hier unten scheinen sie zu stehen. Wir können ja mal komplett auf die Einheit klicken. Ob sich noch welche bewegen? Ja, da bewegt sich noch eine einzige. Können wir mal anschauen. Da. Wo geht sie hin? Ah, nach Odessa. Da positioniert sie gleich 4 Divisionen. So, jetzt ist hier der Moment erreicht, wo wir wieder eingreifen können in diesen chinesisch-japanischen Krieg. Aber wir gucken mal vorher über die Linie, ob uns das befriedigt. Also hier 4 ist vielleicht ein bisschen viel. Da kann man ja noch ein bisschen organisieren. Kiew mit 4 finde ich in Ordnung. Hier sind 5 in Homel. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da muss man noch was machen. Das ist soweit auch in Ordnung. Die 4 Panzer, die gehören da eh nicht hin. Was diese 15 hier sollen, keine Ahnung. Keine, absolut keine Ahnung. Naja, das muss ich dann allerdings leider per Hand machen. Komplett jetzt 15 Einheiten umdisponieren. Aber mal so überschlagen, sieht mir das tatsächlich so aus, dass wir wirklich in jeder Provinz erstmal 2 Divisionen zur Verteidigung haben. Und dann soll hier alle 3, 4 Provinzen im Hinterland dann so eine Pack Division stehen, die dann jeweils entsprechend eingreift, wenn es zu massiven Panzervorstößen irgendwo kommt. Und dann haben wir noch 3 Panzerdivisionen verteilt hinter der Frontlinie, die ebenfalls im Bedarfsfall eingreifen werden. Das ist so ein bisschen der Plan des Ganzen. So, und jetzt gehen wir erstmal hier gucken, wie hier jetzt eigentlich der Stand der Dinge ist. Hat sich gar nicht so gravierend verändert, wie mir scheint. Die Chinesen halten ganz gut Stand. Erstaunlich ist, dass vor allem die Nationalchinesen auch hier im kommunistischen China sehr aktiv sind. Okay, jetzt ist die Frage, wo greifen wir wie ein? Wir werden erstmal hier die 4 nehmen. Tja, die Frage ist, machen wir hier wieder Peking weiter, wo wir schon mal ganz gut dabei waren. Ach los, das glaube ich ist eine ganz gute Sache. Also verlegen wir sie erstmal strategisch hier in den Wald. Ich hoffe, bis dahin passiert nichts. Und hier ist die Frage, wo müssen wir besonders Widerstand leisten? Vielleicht ist es wichtig, dass Macau bleibt. Vielleicht könnten wir auch es schaffen, hier so einen Kessel reinzusetzen. Das wäre natürlich eine feine Sache, dann wären die hier abgeschnitten. Ja, ich glaube, das versuchen wir mal. Wir werden hier
versuchen einzugreifen und hier runter durchstoßen. Wir haben ja immerhin auch 7 Divisionen, das ist eine ganze Menge. Und das sind auch unsere absoluten Elite-Divisionen. Die werden wir also jetzt mit strategischer Verlegung dorthin schicken. So, und ist die Frage, zählen das jetzt als 2 Fronten? Tja, naja, wir machen mal das mit dem Micro weiter. Noch finde ich es einigermaßen überschaubar. Mal gucken, wie lange sie brauchen, ehe sie da sind. Ja, die Eisenbahnen rollen und bringen unsere Divisionen an die Front. Oh, und da sind sie sogar schon da. Erfreulich. Gut, dann lasst sie erstmal ein bisschen was aufbauen. Jetzt müssen wir überlegen. Hier ist Gebirge. Hier ist kein Gebirge, aber wir müssen auf jeden Fall irgendwo mal ins Gebirge. Und hier sind auch noch so eine Kavallerie auf dem Berg. Aber das sind nur Hügel. Vielleicht ist das der erste Ort, wo wir mal angreifen. Dann lasst uns doch mal mit 2... Nein, nee, jetzt warten wir erstmal auf die Organisation. 2 Gebirgsjäger hierhin. 2 dorthin. 1 Panzer dorthin. Und die beiden Panzer... Na, im Gebirge mag ich sie nicht. Na gut, dann packen sie beide dorthin. Okay. Das lassen wir dann mal ein bisschen langsamer laufen. Warten wir, bis sie da sind und sich erstmal erholt haben. Und springen kurz hierher. Die sind auch gerade erst angekommen. Wir sehen noch nichts vom Gegner. Hier haben wir wieder das Gebirge, wo ich ungern die Panzer stehen habe. Wir waren das letzte Mal hier, ich erinnere mich, ohne Panzer. So, dann schicken wir jetzt mal die Panzer hier unten hin und unsere Gebirgsjäger da, wo sie hingehören. Hier mitten ins Gefecht. Hier scheint es ja ordentlich loszugehen. Oder nein, wir gehen mal gleich über den Fluss rüber. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stellung. Und können dann von der Seite angreifen. Okay. So, eigentlich kann ich auch, glaube ich, immer auf dem Wege leichter springen. Oh, und was haben wir hier? Rotes Finnland verlangt nach unserer Herrschaft. Das hören wir doch gern. Aufgrund der jüngsten politischen Unruhen im Roten Finnland kann sich ihre Regierung nun eine Zukunft, die an unseren eigenen Plänen ausgerichtet ist, durchaus vorstellen. Sie ersuchen unseren Schutz und bieten ihre uneingeschränkte Unterstützung an. Offiziell werden sie eine eigenständige Nation bleiben, aber sie werden jedem Schritt des Mutterlandes folgen. Sehr schön. Noch ein Rädchen für die Maschinerie unseres Fortschritts. Ja, offenbar sind sie erst jetzt richtig Marionettenstaat. Oder jetzt der Kommentar beigetreten. Ich weiß nicht genau, was eigentlich der Sinn dieser Aussage hier war. So, hier sind Hügel. Da können wir, glaube ich, mit gutem Gewissen erstmal hier mit der ganzen Mannschaft reinfahren. Und hier gucken wir mal. Oh, und die Pravda meldet sich, sowjetischer Einfluss in Europa steigt. Das ist übrigens auch eine Mod, die ich da installiert habe. Das politische Klima im Roten Finnland hat sich in Richtung Kommunismus bewegt. Kürzlich ist nun die SKP an die Macht gekommen. Seitdem haben die Mitglieder der neu gebildeten Regierung eng mit der Sowjetunion zusammengearbeitet, die nun eine Marionettenregierung aufgestellt hat. Obwohl Aimo Altonen im Amt bleibt, wurde die Souveränität der Nation größtenteils aufgegeben. Das Land befindet sich de facto unter der Kontrolle der Sowjets. Sowjetische Offizielle erklären, dass das Rote Finnland lediglich Schutz suchen würde, da Europa für kleinere Nationen immer unsicherer sei. Die Sowjetunion ist bereit, diesen Schutz jeder Nation zu bieten, die sich von benachbarten Mächten bedroht fühlt. Genauso ist es, besser hätte ich es selber auch nicht formulieren können. So, hier sind wir noch nicht drin in diesem Verteidigungskampf. Ich sehe gerade, unsere Reserve ist tatsächlich immer noch nicht aufgefrischt. Das war dann ein bisschen verfrüht. Okay. Und jetzt sind wir eigentlich in einer hübschen Situation. Wie es aussieht, können wir tatsächlich mit einem schnellen Vorstoß vielleicht hier unangefochten über den Fluss setzen. Das wäre doch eine feine Sache. Schauen wir mal gen Norden. Wie sieht es hier aus? Sind unsere Panzer hier angekommen? Das sind sie. Sind sie erholt? Sie sind erholt. Das heißt, was machen wir mit denen? Wir greifen die Kavallerie einfach mal an. Und der Rest unserer Truppen hier, was machen die? Die sind noch nicht so gut drauf. Die müssen etwas
Geduld haben. So, wir springen zurück. Sehr schön. Hier, ja, sie haben es geschafft. Sie sind über den Fluss. Perfekt. Dann werden wir gleich mal hier mit eingreifen, von der Seite. Und das werden sie hier, denke ich, problemlos verteidigen, die Ebene. Das sollte hoffentlich kein Problem sein. Blöd ist, dass wir nachher übers Gebirge rüber müssen. Das wird uns so einige Panzer kosten. Aber das machen wir vielleicht mit Unterstützung der Infanterie. So, wir springen hier hin. Die Panzer sind ganz gut dabei. Hier oben stehen wir auch ganz gut. Aber hier sind viele gegnerische Einheiten. Das ist so ein bisschen das Problem jetzt. Und wir bekommen hier wenig Hilfe. Wir könnten allerdings jetzt hier einen Flugplatz erobern. Ob das strategisch gut ist? Eigentlich ja, ne? Versuchen wir es mal. Versuchen wir es mal. Hier unten läuft der Angriff. Da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir gehen also hierhin zurück. Und hier wird aber ordentlich verlegt. Sehr schön. Ich glaube, die Japaner bekommen große Angst. Sie ziehen enorme Einheiten zurück. Und das ist jetzt ein Problem für uns. Das ist in der Tat ein Problem. Wollen wir es jetzt wagen, hier mit den Panzern im Gebirge anzugreifen? Etwas, was sehr unschön ist eigentlich. Cool wäre ja, wenn wir hier einen Durchstoß hinbekommen. Wisst ihr was? Das machen wir. Wir greifen mal hier an. Die ist ganz schwach, die Einheit. Und greifen von zwei Provinzen aus dort an. Und ich tendiere fast dazu, den Panzer dann doch wieder zurückzuziehen. Diese Flussseite wieder aufzugeben und hier durchzustoßen, durch diese Lücke hier, um die Stadt zu befreien. Da unten. So, zurück an diesem Frontabschnitt. Der Kampf um das Flugfeld läuft ganz gut. Sie sind natürlich massiv eingegraben. Okay. Das geht. Es dauert aber seine Zeit, ehe wir hier die Kavallerie besiegt haben. Also bis zum Fluss sollten wir auf jeden Fall wieder vorstoßen. Das ist hoffentlich kein Problem. Ja, das ist jetzt gelungen und wir setzen, glaube ich, sofort nach. Und springen zurück hier unten hin, wo der Angriff auf diese gut verteidigte Gebirgsprovinz nicht schlecht läuft. Auch wenn wir den Geländemalus haben und unsere Organisation schon ziemlich unten ist. Wow, sieht es trotzdem gut aus. Eine Einheit ist vertrieben worden oder besiegt. Wer weiß es schon. Und jetzt stehen wir hier und müssten eigentlich... Na, jetzt müssen wir uns erstmal zur Wehr setzen und ein bisschen abwarten und Organisation auffrischen. Aber dann sollte es möglich sein, hier durchzustoßen. Das muss das Ziel sein. Okay, die Panzer... Eigentlich steht die Panzer da blöd. Eigentlich müsste es zu so einem kleinen... Austausch kommen. Machen wir das mal. Und dann springen wir direkt zurück. Was ist das hier? Geringer Nachschub. Wie kommt denn das bitte? Werden wir hier nicht vernünftig versorgt? Oh. Ja, weil das Teil von eigentlich dieser Nachschubregion ist. Und wir nur ein Teil der Randprovinzen. Die Infrastruktur schlecht ist. Oh Mann. Hier ist nur 0,1. Das ist ja genauso gravierend. Wobei das eigentlich ein bisschen merkwürdig ist, ne? Wir haben hier wirklich direkten Zugang zum Hinterland. Gut, die Infrastruktur ist hier schlecht, aber dass so wenig ankommt. Das ist halt Teil dieser Nachschubregion und ein Großteil, das ist quasi so, das wird dann anteilig berechnet, meines Wissens. Uns steht dann eben nur ein Anteil dieser Nachschubregion zu. Und obwohl wir eigentlich umringt sind von freundlichen Provinzen, genügt das nicht. Eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das so gut finde, wie dieses System geregelt ist. Dann werden wir Folgendes tun, dann werden wir keine Zeit verlieren, sondern sofort angreifen. Wir stehen da ja auch sowieso im Gebirge, da stehen wir doof. Und wir
werden auch direkt durchstoßen. Wunderbar. Sehr gut. Da haben wir jetzt erstmal eine gute Position gefunden. Jetzt werden wir angegriffen. Aber das gefällt mir doch schon mal. Jetzt könnten wir eigentlich alles zurückschlagen. Ich bin nicht ganz sicher. Ziehen wir jetzt hier weiter durch oder verschärfen wir damit nur das Nachschubproblem? Na gut, das hat sich, glaube ich, jetzt sowieso auch schon erledigt. Haben wir den? Wir haben das Flugfeld. Wir haben das Flugfeld erreicht. Hier müssen wir ein bisschen Organisation abwarten. Und hier sieht es eigentlich auch ganz gut aus. Oh, jetzt wird es interessant, Leute. Das Schicksal der Tschechoslowakei. Deutsche Truppen sind unter dem Vorwand, nach Böhmen und Mähren einmarschiert, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen, die nach dem Kollaps der tschechoslowakischen Regierung zusammengebrochen ist. In Prag haben die Besatzungstruppen ein autonomes Protektorat innerhalb des Deutschen Reichs ausgerufen. Die Slowakei hat sich unter der Führung von Josef Tiso mit deutscher Unterstützung für unabhängig erklärt. Die Nation Tschechoslowakei existiert nicht mehr. Ja, so viel zum Frieden. Das Deutsche Reich dehnt sich aus und wird immer mächtiger und gefährlicher. So, und wir haben Infrastruktur abgeschlossen. Die Sowjetunion ist riesig, aber zu großen Teilen unbewohnt. Wir müssen dafür sorgen, dass wir schnell Waren und Ausrüstung durch das Land transportieren können. Okay, so. Und ich glaube, ich werde jetzt mal diese Geschichte hier versuchen. Das ist so ein bisschen heikel. So ganz sicher bin ich mir noch nicht, was hier diese Auswirkungen betrifft. Aber wenn ich das richtig interpretiere, müssten wir eigentlich, müsste das so laufen, dass Polen sich entscheiden muss, ob sie unter unseren Schutz kommen. Und dann bekommen sie Anspruch auf die deutschen Ostprovinzen. Und wir bekommen dann direkt Besitz und Kontrolle für die polnischen Ostprovinzen. So verstehe ich das. Und ja, jetzt wo die Situation in Europa immer bedrohlicher wird, auch für Polen, werden sie vielleicht diese Entscheidung akzeptieren. Ich weiß nicht genau. Wir probieren es einfach mal. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Wenn das funktionieren sollte, dann ist eigentlich mein Plan, dass wir dann so eine Art doppelte Verteidigungslinie haben. Dann ziehen wir erstmal Truppen hier nach vorne, wenn wir die Provinzen bekommen. Und können uns dann im Zweifel, wenn die Deutschen da durchstoßen, zurückziehen auf diese zweite, noch besser befestigte Linie. Das ist so ein bisschen der Gesamtplan. Keine Ahnung, ob das so funktioniert. So, erstmal stehen wir hier super und können direkt mal hier weiter vorstoßen. Weil dann gibt es hier zumindest einen kleinen Kessel. Die sind auch ganz gut dabei. Wobei ich glaube jetzt dazu tendiere, dass ich mal hier zwei separiere und sie dann zur Sicherheit, nee, bitte nicht so, zur Sicherheit dahin stelle. Einfach um die Provinz jetzt hier abzusichern. Okay. Gut, das läuft. Hier gucken wir mal. Was macht eure Organisation? Ist schon wieder fast bei 100. Sehr schön. Und hier stehen wir doch schon gleich auf der anderen Flussseite. Was haben wir hier? Zock unterwirft sich Italien. Italienische Diplomaten haben der albanischen Regierung ein Ultimatum unterbreitet, indem sie deren vollständige Unterwerfung unter eine Militärbesatzung fordern. Nachdem König Zock die Sinnlosigkeit des Widerstands erkannte, dankte er ab. Nun wird Albanien eine Personalunion von König Viktor Emanuel III. Regiert. So, so. Auch Italien breitet sich aus. Das nächste Opfer von Mussolinis Ambitionen. So sieht's aus. So, wir stehen hier vor Gangshu oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Mein altes Problem bei den japanischen Städten. Und normalerweise würde ich sagen, man sollte jetzt vielleicht doch nicht mit Panzern eine Stadt angreifen. Und ich glaube, deshalb machen wir es auch nicht. Deshalb fahren wir direkt mal hier weiter. Vielleicht ist ja Hongkong unbesetzt. So, jetzt brechen die da aus. Das ist natürlich ganz doofe. Die sind halt zu lahm hier.
Das geht schneller. Na gut, dann gehen wir so lang. Und ich glaube, wir ziehen noch einen von hier bitte noch nach. Okay. Das wird interessant. Ob wir das hier hinkriegen. Ja. Wir sind da jetzt gleich dabei. Gut. Das haben wir abgewehrt. Hier kommen wir noch gleich zum Einsatz, hoffe ich. Ach verdammt, wir werden hier angegriffen. Das ist ja doof. Das habe ich überhaupt nicht beachtet. Hier steht ja der... Hier steht ja der Japaner hinter dem Fluss. Ich dachte, das wäre schon unser Gebiet. Nee, dann müssen wir das unbedingt abbrechen. Gerade noch so mitbekommen. Und ich sehe gerade, wir haben freie Militärfabriken. Da müssen wir es machen. Das machen wir beim nächsten Mal, liebe Freunde. Erst einmal wieder eine Pause. 10. April 39 haben wir es. Bis dann, macht's gut. Euer Steinwallen.